Hi, liebe Leute, hier ist Marc und ich habe heute ein Indoor-Video. Ihr habt ja mitbekommen, ich will jetzt mehr Videos machen für euch. Ich kann euch leider keine großen Bastler-Tipps geben, also wie speichere ich ein Laufrad ein, so. Da bin ich kein Profi für. Ein paar kleine Hacks gebe ich euch gerne, weil ich ja schon seit 1998 Mountainbike und natürlich ein paar Tipps habe, auch am Fahrrad. Ich habe jetzt schon zwei kleine Bike-Checks gemacht und natürlich kommen noch weiter Fahrtechnik-Videos. Und heute geht es um das Thema Bike-Videos und ich zeige euch mal ein paar von meiner Sammlung. Und ich habe es auch so genannt, das Comeback der Bike-Filme, weil ich habe jetzt in diesem Jahr schon ein paar Bike-Filme mir gekauft. Die habe ich mir dann einfach runtergeladen, weil so DVDs ist ja nicht mehr so das Thema. Und das kann man über iTunes oder Vimeo machen. Und das sind drei Stück, die möchte ich euch dann noch kurz was drüber erzählen. Und ich will es nicht falsch sagen, The Reference, das geht um Ängste. Und North of Nightfall, das geht um einen Trip von den besten Freeridern mit Cam Zink, Dan Berghoff, an die nördlichste Insel, wo es halt ein riesen Gelände gibt, quasi eine Wüste am Nordpol. Und das ist auch eine spannende Doku, das ist auch von Freeride Entertainment. Und The Moment, das ist von einer ehemaligen Profi-Freeriderin, die mit den Freeridern und bekannten Akteuren aus den Anfängen des Mountainbike-Freeridens eine Doku gemacht hat und das so ein bisschen dokumentiert, wie kam es zu der Freeride-Bewegung in den 90ern, was uns ja alle total geprägt hat. Was den Fahrstil angeht, ich bin auch damit aufgewachsen. Das möchte ich euch direkt mal zeigen. Und zwar zwei Bike-Videos, die mich sehr geprägt haben. New World Disorder 1 mit legendären Szenen, zum Beispiel Bobby Root hat da Manuals gemacht, da wollte ich unbedingt auch den Berg runterminieren können, habe ich geübt, bis ich es konnte. Und Dirt Jump mit John Cohn, Tricks, die man da gesehen hat, da wollte man auch unbedingt Dirt Jumps machen, haben wir uns die gebaut und sind auch gesprungen. Oder ich war in Köln und bin Dirt Jump gefahren. Drops waren da schöne drin und Einrad mit Chris Holm. Ich bin auch Einradfahrer, deswegen mochte ich das auch sehr gerne. 2001 beim Bike Festival in Riva am Gardasee wurde mir am Kona-Stand, wo ich auch das erste Mal ein Freeride-Bike gefahren bin, das Kona Stinky mit sagenhaften 130 mm, wurde mir in die Hand gedrückt. Musste Papa bezahlen, dann habe ich spontan dieses geile Video, was mich natürlich sehr geprägt hat. Und Cranked 5 habe ich jetzt hier auf VHS-Kassette, aber Cranked 4, Search for the Holy Trail, hat mich auch schon sehr gepackt, davor schon damals. Ja, genau. Also hier zwei VHS-Kassetten, ist schwierig, die heute überhaupt noch irgendwo abzuspielen. Wer hat denn noch einen VHS-Player, ne? Jetzt habe ich hier einen großen Wust an Bike-DVDs. Ich habe mir früher halt immer die DVDs gekauft, wenn es halt ging. Und das waren kleinere Produktionen, Counterparts von Aaron Chase, Stripped Highways, also oder den Mountainbike World Cup, The Circus und Rise. Da war viel. Ja, die nicht jeder kannte, aber wenn man schon in der Szene war, hat man die sich gerne angeguckt. Im Bikegeschäft in Siegburg, Dirt Battles gab es da und habe ich mir die gekauft. Bin ich mir extra mit dem Bus dahin gefahren, um mir da die neuesten DVDs zu kaufen. Und da sind natürlich auch so Hits wie The Collective und Rome, einfach die natürlich auch diesen lässigen Style, das Single-Trail-Fahren, das Enduro-Fahren auch in die Videos gebracht hat, weil bei New World Disorder und Crank war immer Bam, Bam, Action. Ja, hier waren auch sehr schöne Segmente. Mittlerweile findet ihr das alles auf YouTube natürlich. Ja, da habe ich jetzt mal hier drei New World Disorder-Filme. Da sind natürlich immer auch die Behind the Scenes und Crashes und alles mit dabei. Und ja, legendäre Segmente, und auch die ganzen Filme sind auf YouTube. Man kann die Filmemacher Freeride Entertainment macht jetzt viel mit Bike-Firmen natürlich oder auch eigene Filme, wie jetzt zum Beispiel auch bei jetzt North of Nightfall. Und die sind auch immer noch dabei, arbeiten halt viel für die Industrie, ist natürlich klar. Große Firmen wie SRAM oder so, alle wollen hier Videos machen. Das gleiche gilt auch hier für Ant Hill Films, The Collective, Ant Hill Films heißen die heute, die auch noch The Seasons auch noch als Film gemacht haben und jetzt viele Projekte in der Industrie mit Profifahrern. Genau. Und dann habe ich jetzt hier noch vielleicht zwei Filme, die ihr jetzt mal nicht so unbedingt kennt, Evermore. Das war ein Schweizer Film, der auch sehr schön ist, echt auch sehr schön gefilmt, ruhig gefilmt. Ein europäischer Freeride-Film, da gab es gar nicht so viele von. Europäische Freeride-Filme. Also auch schön die Produktion, das gucke ich auch immer wieder gerne. Und ja,
Da kennt ihr vielleicht als IBC-User auf MTB News einen Film, wo man sogar vielleicht selber mal mit auf der irgendwo drauf ist. Und zwar Soul Ride 2 von Martin Hosang. Der hat auch echt schöne Filme gemacht. Wurde auf MTB News viel unterstützt. Und da sieht man dann die Spots, die man selber gefahren ist. Also konnte man sich sogar das als DVD kaufen. Und hier noch auch wieder ein paar unbekanntere Fahrer dabei. Aber es gab echt super viele schöne Filme. Und ja, da möchte ich euch inspirieren. Comeback der Volllängenfilme. Holt euch mal die neuen Filme. Also ich habe drei am Anfang genannt. Ich verlinke die auch unter dem Video. Welche Videos waren denn eure Favoriten in der Vergangenheit? Welche Videos haben euch geprägt? Wer waren eure Helden? Also manche Helden von damals kann man natürlich jetzt heute noch erleben. Darren Bergloff hat gerade seine Freeride-Karriere, seine Wettkampfkarriere beendet. Cam McCall macht viel mit den, wie sagt man das, als Moderator. Und ja, Cam Sink ist noch gut dabei. Es gibt noch einige Helden von damals, wo man halt weiß, was die heute machen. Andere sind ganz anders unterwegs in anderen Berufszweigen. Manche sind aber auch der Fahrradbranche treu geblieben. Bobby Root zum Beispiel in den USA. Und so viel dazu. Ein kleines Video und ich möchte euch inspirieren. Könnt ihr zum Beispiel auch, das habe ich früher immer gemacht, auf der Rolle oder auf dem Hometrainer, also DVD laufen lassen und dann Film pedalieren. Dann habt ihr immer so eine Zeit, dass man sagt, der Film dauert 50 Minuten. So lange muss man dann auch wirklich durchziehen, weil ohne Fahrtwind ist das natürlich gar nicht so leicht. Ich fahre mittlerweile mehr Einrad im Winter, bin nicht mehr so viel auf der Rolle. Im Winterpokal mache ich mit. Ja, aber euch will ich inspirieren, dass ihr auf jeden Fall die Videos guckt, vielleicht mal einen schönen Videoabend macht mit Kumpels. Nochmal die guten alten Zeiten, die guten alten Videos oder wie gesagt die neueren euch anguckt. Und ja, ich freue mich, dass ihr das Video geschaut habt, und es werden natürlich noch mehr Indoor-Videos folgen mit mehr Meinungen. Ich habe natürlich zu polarisierenden Themen oder zu anderen auch meine Meinung, die ich euch gerne erzählen will. Danke, lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt, mehr von mir Outdoor und Indoor zu sehen. Fahrtechnik TV, wisst ihr ja, ist natürlich hier ein großes Thema. Und klickt auf Like, gerne kritisiert auch was. Ich weiß, der Ton ist noch nicht perfekt, aber da wird sich vielleicht was tun. Erstmal muss ich ohne externes Mikro machen, weil das Mikro den Eingang der Kamera ausgenudelt hat. Ja, so ist es halt. Aber ich denke mal, ihr werdet mich so auch hören. Und ich freue mich auf mehr. Bis dann.